Hallöchen, meine Lieben, und willkommen zum ersten offiziellen Video 2019. Das erste, was 2019 produziert wird, wurde. Gedöns. Genau, und wie letztes Jahr habe ich mir auch dieses Jahr wieder ein paar kleine Vorsätze aufgeschrieben. Wobei ich es jetzt mittlerweile nicht mehr Vorsätze nennen möchte eigentlich, sondern eher Ziele. Und ich will gar nicht lange um den heißen Brei rumlabern, sondern euch gleich mal erzählen, was ich mir für dieses Jahr, für 2019, so vorgenommen habe. Ich habe mir wieder eine wunderschöne Übersicht gemacht. Ich fühle mich gerade wie in so einer Präsentation in der Schule, wenn man so ein Plakat gemacht hat und das vorstellt. So hier schön mit so Stichpunktzettel, wo man eigentlich die ganze Zeit nur abliest, keine Ahnung hat, was man davon redet. Ich glaube, man kann das in der Kamera eh nicht lesen, oder? Es sind ein paar Dinge, die könnte man theoretisch abhaken, wenn man die geschafft hat. Und es sind aber auch viele Dinge dabei, die ich fortlaufend umsetzen möchte. Genau, ich habe das ein bisschen untergliedert diesmal wieder. Einmal in Geist und Seele, einmal in Körper. Da will ich dieses Jahr ganz, ganz großen Fokus drauf legen. Dann YouTube und Karriere. Den Punkt hatte ich letztes Jahr auch schon. Und Leben allgemein. Ich fange dann einfach mal mit Geist und Seele an. Logisch, weil das steht ganz oben. Mein erster Punkt bei Geist und Seele ist mein Motto, was ich eigentlich so mein ganzes Leben fortführe. Das ist auch so, was ich mir nicht abhaken kann, sondern was man sich angewöhnt, woran man arbeiten muss, was man halt nie aus den Augen verlieren darf. Mein Lebensmotto ist Think Positive, Gedanken werden Dinge. Manche glauben an Gott, ich glaube halt an das Gesetz der Anziehung. Wer das Buch The Secret gelesen hat, der wird wissen, was ich meine. Wenn nicht, dann lest es euch durch, weil dieses Buch kann Leben verändern. Ist halt echt so. Das ist halt was, was mir extrem wichtig ist, dass ich halt positiv denke und die Sachen, die ich erreichen möchte, sein will, haben möchte, anziehe. Dass ich quasi meine Gedanken so steuern kann, dass ich halt genau das kriege in meinem Leben, was ich haben möchte. Ich habe da noch in Klammern geschrieben, Erfolg, Liebe, Geld, Gesundheit. Hängt halt alles mit diesem Lebensmotto zusammen. Es wird auch immer auf meiner Vorsatzliste stehen, weil es halt immer aktuell ist. Was auch bei Geist und Seele auf dem Plan steht, was auch zu diesem Gesetz der Anziehung Thema dazugehört, ist auf jeden Fall mehr Dankbarkeit zeigen. In meiner Vergangenheit habe ich mir auch viele Dinge sehr versaut. Und mein Leben ging auch Anfang letztes Jahr ziemlich den Bach runter, weil ich einfach nicht dankbar war für das, was ich hatte. Und ich habe viele Dinge einfach für selbstverständlich gehalten, die nicht selbstverständlich sind, und habe mich damit echt krass in die Scheiße geritten. Aber aus Fehlern lernt man ja bekanntlich. Man sollte dankbar dafür sein, dass man früh aufwacht, dass man gesund ist, dass man für alles dankbar ist, was man hat, für jeden dankbar ist, den man hat. Wenn man dankbar ist für Sachen, die man hat, ist halt mit dem Gesetz der Anziehung und so auch, dass man noch mehr Dinge in sein Leben zieht, für die man dankbar sein kann. Ich habe mir letztes Jahr ein Vision Board gebastelt. Das Video kann ich euch gerne, je nachdem, wo das jetzt aufploppt, nochmal verlinken. Da stehen ja meine ganzen Ziele drauf, die ich in meinem Leben halt irgendwann mal erreichen möchte. Und um die zu visualisieren und ins Unterbewusstsein reinzuquetschen, habe ich mir die halt an die Wand gehängt. Und ich möchte in diesem Jahr halt mit meine Morgenroutine einbauen, dass ich mir das halt wirklich jeden Morgen angucke. Und um meine Ziele noch besser erreichen zu können, gibt es ja auch sowas, das nennt sich Subliminals. Das sind wie, damit kann man halt quasi sein Unterbewusstsein auch so ein bisschen programmieren. Das sind zum Beispiel Dinge wie, keine Ahnung, kleine Klaviermelodien oder Meeresrauschen, und im Hintergrund sind halt verschiedene Stimmen, die so Affirmationen sprechen, und keine Ahnung, ihr müsst euch damit mal selber beschäftigen. Auf jeden Fall will ich mir mehr Subliminals anhören. Ich kann euch einen YouTube-Kanal gerne mal auch hier verlinken, der heißt Energetic Eternity, glaube ich. Auf jeden Fall schaut da mal vorbei, das sind auf jeden Fall coole Subliminals und mit tollen Affirmationen drauf, die ich mir täglich anhöre und noch mehr täglich anhören möchte. Und dann will ich mir noch ganz persönliche Affirmationen aufschreiben, wo ich das auch mit in meine Morgenroutine einbringen möchte, dass ich mir die jeden Morgen durchlese. Genug jetzt erstmal mit dem spirituellen Kram.
Für alle, die sich langweilen, jetzt kommt der oberflächliche Scheiß. Jetzt geht es nämlich um meinen Körper und der steht dieses Jahr extrem im Fokus, gerade im ersten Halbjahr. Ich werde euch ein Video Mitte Mai raushauen, wo ich euch zeigen werde, dass ich es geschafft habe. Und jetzt erzähle ich euch endlich, was ich damit meine. Ich möchte bis Mitte Mai endlich meine persönliche Traumfigur erreicht haben. Und diesmal ohne Ausnahme, ohne, ach nö, heute kann ich ja mal Cheat Day machen und ohne, ach dann mache ich halt morgen Sport und ohne, ach das kann ich mir heute schon mal erlauben. Nein, ich werde auch was wieder machen, was ich jetzt schon zweimal versucht habe, was eigentlich funktioniert hätte, es dann aber im Endeffekt wieder alles umgeschlagen hat, weil ich einfach zu blöd bin, meinen inneren Schweinehund einfach mal den Mittelfinger zu zeigen. Am 15. Mai, glaube ich, werde ich euch ein Video drehen über meine Abnehm-Story, wie ich das gemacht habe. Wenn ich mich wieder selber betrüge, dann haue ich mir eine rein, weil dieses Jahr verzeihe ich mir nichts. Ich bin jetzt schon total krass hypermotiviert. Auf jeden Fall ist das dieses Jahr mein Ziel. Ich bin schon ganz aus der Puste, wenn ich so aufgeregt bin. Und weil ich mich so über mich selber ärgere, weil ich diesen ganzen Scheiß eigentlich schon vor 3 Jahren hätte erledigen können und jetzt einfach schon seit 3 Jahren meine Traumfigur haben könnte. Aber ich war einfach immer zu blöd dafür und habe mich einfach immer wieder von meinen primitiven Instinkten leiten lassen. Okay, kein Selbsthass, Steffi, positiv denken, positiv denken. Dazu gehört dann natürlich, dass ich mir auch fest vorgenommen habe, 3-mal die Woche Sport. Weil wenn ich arbeite, ist es ja kein Problem, da kann ich das früh nach dem Aufstehen machen. Aber halt Berufsschule ist dann halt so ein Ding, da muss ich mich dann glaube ich echt dazu zwingen, möchte ich für meinen Körper auch was tun, indem ich allgemein mein Lifestyle ein bisschen gesünder gestalte. Kalorien zählen ist ja die eine Sache, auf Nährwerte gucken ist die andere Sache. Ich bin ein Mensch, der Fastfood liebt. Ich liebe 100 Kilogramm Käse auf alles, was ich esse, überbacken. Ich liebe Kohlenhydrate und fettiges Zeug und naja. Deswegen habe ich mir gedacht, wäre es doch eigentlich ein guter Vorsatz, wenn du versuchst, Obst, Gemüse und Salat ein bisschen mehr einzubinden. Dann wie gesagt weiterhin auch ausreichend Wasser trinken. Und wer mir auf Instagram folgt, der weiß bestimmt, dass ich rauche. Ja. Kids, don't be smoking, don't smoke, raucht nicht, das ist ungesund. Ich weiß, in der Hinsicht bin ich ein Scheißvorbild, aber nun ist es bei mir so, früher habe ich sau wenig geraucht. Ich habe so vielleicht 2 Zigaretten in der Woche geraucht und dann kam das Abi, dann kam ein krasser Schicksalsschlag, der mir ein ziemliches Trauma verpasst hat. Dann kam noch ein Schicksalsschlag und immer mit dem höheren Stresslevel habe ich auch immer mehr geraucht. Und mittlerweile rauche ich echt viel. Und ich schieße mich damit jetzt bestimmt voll selber ins Aus. Aber kennt ihr diese großen Schachteln, die so mit jetzt mittlerweile 37 Stück drin für 10 Euro? Davon rauche ich in der Woche 2 Stück. Und das finde ich extrem viel. Und mein Ziel für 2019 ist es, dass ich mir am Montag eine große Schachtel kaufe und die auch dann die ganze Woche reicht. Also quasi nur eine Schachtel pro Woche. Also was feststeht, ich höre spätestens auf mit Rauchen, wenn ich vorhabe, schwanger zu werden. Wenn ich dann weiter rauchen würde, dann würde ich mir selber ins Gesicht schlagen, weil sowas macht man einfach nicht, das ist behindert. Aber solange ich noch nicht vorhabe, schwanger zu werden, denke ich auch nicht, dass ich davon wegkomme. Genau, kommen wir zum Thema YouTube-Karriere. Wie auch letztes Jahr nehme ich mir vor, bei den Next Face Awards mitzumachen, in die Top 20 zu kommen. Und wenn ich das geschafft habe, mit Perfektion an meinen Looks zu arbeiten, dass ich so weit wie möglich komme. Ich war mir eigentlich letztes Jahr auch sicher, dass ich in die Top 20 aufgenommen werde, aber dann stand ich auf Arbeit und habe mir das Video mit denen, die weitergekommen sind, angeguckt. Und ich war nicht dabei und dann dachte ich mir so, hä? Und habe mir das noch 3-mal angeguckt. Weil ich dachte, aber wo bin ich denn? Die haben mich vergessen. Und dann habe ich erstmal gecheckt, ey, du bist nicht weiter. Und dann habe ich geweint auf Arbeit. Aber dieses Jahr will ich es endlich schaffen. Ich will bei diesen fucking Next Face Awards Germany mitmachen. Und ich will in die Top 20 kommen, mindestens. Dann habe ich mir vorgenommen, bis Ende des Jahres 1500 Abonnenten zu erreichen. Bei mir geht es ja nur schleppend voran, weil ich halt nicht so viel Zeit für YouTube habe, wie das andere haben. Deswegen kann ich halt auch nicht so viele Videos produzieren und auch nicht so krasse Videos produzieren, weil ich halt jetzt auch nicht die finanziellen Mittel dafür habe, da so viel rein zu investieren. Aber ich denke, 1500 bis Ende des Jahres ist
ganz realistisches Ziel. Ja, und jetzt zu meiner richtigen Karriere, nämlich zu meiner Ausbildung. Ich habe im April Zwischenprüfung von meiner Friseurausbildung und da habe ich mir vorgenommen, die besser als 1,9 zu bestehen. Genau, und dann in der Berufsschule, ich glaube, ich bin mittlerweile immer noch die Klassenbeste. Und wenn das noch so ist, dann soll das auch so bleiben. Ansonsten strenge ich mich wieder an, dass ich wieder Klassenbeste sein werde. Das ist halt so mein Anspruch an mich selber, dass ich da mein Bestes gebe. Dann kommt jetzt eigentlich nur noch der letzte Punkt, allgemein Leben. Letztes Jahr hatte ich mir vorgenommen, jeden Tag jemandem ein Kompliment zu machen. Das behalte ich auch weiterhin bei. Ich habe es nicht immer... Genau, dann, wo es auch wahrscheinlich, also höchstwahrscheinlich auf jeden Fall ein Video zu geben wird, möchte ich mir mein erstes Tattoo stechen lassen. Wann das der Fall sein wird, weiß ich noch nicht. Ich denke, so im Frühling. Ich kann euch schon mal sagen, es wird hier auf den Unterarm hinkommen. Und ich weiß auch schon genau das Motiv und alles. Ich habe schon geplant. Vielleicht werde ich mir auch zwei Tattoos stechen lassen oder drei, weil... mit der Planung des ersten Tattoos ist mir dann noch ein paar was eingefallen, wo ich dachte, okay, das brauche ich auch unbedingt. Dann, ihr seht ja immer nur den ordentlichen Hintergrund, aber ich bin, gerade was mein Zimmer angeht, ein ziemlich unordentlicher Mensch. Ein Kumpel von mir hat mal gesagt, Chaos ist die natürlichste Form des Lebens. Um Ordnung zu schaffen, muss man immer Kraft aufwenden. Und das stimmt auch, aber ich bin halt echt sau unordentlich. Und das versuche ich ein bisschen in den Griff zu kriegen. Und deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, dass ich wirklich jeden Samstag mein Zimmer aufräume. Ja, ich schiebe das halt gerne so vor mich hin. Ich habe halt aber auch so viel Scheiß. Ich habe so viel Zeug, was ich gar nicht brauche. Was eigentlich seit Jahren rumsteht, was ich ewig nicht angefasst habe. Genau, und das bringt mich auch schon zum nächsten Punkt, der mit mehr Ordnung in Verbindung steht. Ich muss echt langsam wirklich hier extrem ausmisten, dass... ich ein bisschen minimalistischer werde, also in meiner Zimmereinrichtung quasi. Ich misste auch meinen Kleiderschrank so alle 2 Monate aus, kann mich aber nie wirklich von Sachen trennen, weil ich denke, ach, die ziehst du noch irgendwann mal an und dann am Ende trage ich 3 Jahre wieder nicht und ich muss da ein bisschen konsequenter werden. Das sind halt echt Sachen, wo ich noch meine Probleme mit habe, aber das muss ich mir auch wirklich angewöhnen, weil jetzt kommt nämlich der ganz letzte Punkt meiner Liste. Ich dieses Jahr mit meinem Freund zusammenziehen möchte und eigentlich hatten wir das schon letztes Jahr vor, dann ist aber was dazwischen gekommen. Deswegen werden wir jetzt Ende 2019 umziehen, zusammenziehen, unsere erste eigene Wohnung und bis dahin sollte ich meine Ordnungsskills schon ein bisschen im Griff haben. Ja, und da bin ich auch schon ganz aufgeregt und da wird es auch Umzugsvlogs geben und eine Roomtour und ich werde euch auf unsere Reise mitnehmen zur eigenen Wohnung, zur ersten eigenen Wohnung und ich bin schon ganz aufgeregt und ich freue mich ganz, ganz toll. Deswegen solltet ihr abonnieren und die Glocke aktivieren, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Das war's jetzt eigentlich mit meinen Vorsätzen für 2019. Es greift irgendwie alles ineinander, deswegen ist es letztendlich doch nicht so viel. Meine Vorsätze sind halt doch schon eher eine Lebenseinstellung, die ich versuche mir anzutrainieren und umzusetzen und mein Highlighter ist gerade mega schön. Und jetzt eigentlich nur noch eine kleine Info für euch, was ich auf jeden Fall mir auch noch vorgenommen habe, was ich jetzt nicht mit aufgeschrieben habe, aber was ich halt einfach noch dazu sagen möchte. Ich muss lernen, mir weniger Stress zu machen. Ich habe nämlich letztes Jahr psychisch komplett einen an der Waffe gehabt, weil ich einfach komplett überlastet war. Weil ich ständig Stress hatte mit, oh Gott, das Video kommt pünktlich online, hoffentlich. Und ich war Tag und Nacht am Schneiden, dann hatte ich noch Vollzeitjob. Also hier Ausbildung bin ich ja Vollzeit da, dann habe ich einen langen Weg bis zur Arbeit. Solange ich hier noch bei meinen Eltern wohne und deswegen gab es halt auch so extrem lange keine Videos manchmal. Für einen Monat, eineinhalb Monate habe ich manchmal kein Video hochgeladen, weil ich einfach keine Zeit hatte. Und weil ich mich einfach... energetisch, psychisch nicht dazu in der Lage gefühlt habe. Und deswegen probiere ich das jetzt alles ein bisschen umzustrukturieren. Ich habe ja alle 2 Wochen am Dienstag frei und da werde ich jetzt immer meine Videos drehen. Werde mir dann 2 Wochen Zeit nehmen zum Schneiden, dass ich auch zwischendurch nach der Arbeit mal ein bisschen Freizeit habe und nicht nach Hause komme, die Nacht durch Video schneide. Dann 3 Stunden schlafe, Video schneide und wieder auf Arbeit gehe, weil so war es nämlich, wenn ich einmal in der Woche ein Video hochlade. Ich werde mir 2 Wochen Zeit nehmen zum Video schneiden und dann werde ich das Video an dem Montag hochladen, 2 Wochen nachdem ich es gedreht habe und den
Dienstag nach diesem Upload, Montag werde ich dann wieder drehen und dann habe ich wieder 2 Wochen Zeit zum Schneiden. Dann soll es Montag wieder hoch, den, ja, ihr habt, glaube ich, also ihr glaube ich, ihr wisst, was ich meine. Ich habe genug Zeit zum Schneiden, ich fühle mich nicht gehetzt, ich habe keinen Stress mit pünktlich hochladen und ich kann halt viel besser planen. Dann bin ich halt nicht mehr so aktuell, weil ich nicht jede Woche ein Video hochladen kann, aber ich habe es mittlerweile akzeptiert. Ich bin kein Vollzeit-YouTuber, ich habe einen normalen Job, der halt meine ganze Zeit in Anspruch nimmt und ich kann halt nur Videos drehen, wenn ich Zeit dafür habe. Und das geht halt nur an freien Tagen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich denke, ihr könnt das nachvollziehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr Vorsätze für 2019 habt, schreibt die gerne mal in die Kommentare. Das würde mich wirklich interessieren. Genau. Dann abonniert und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst von den Next Face Awards und von meiner Abnehm-Story, die definitiv im Mai folgen wird. Und Ende des Jahres der Umzugsvlog und alles. Genau, wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonnieren, Glocke aktivieren, Like da lassen, kommentieren, was habt ihr euch 2019 vorgenommen. Und genau, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video und bis dahin, ciao.